Leute, lasst die Champagnerkorken fliegen, denn es ist soweit und der Armutsbericht 2022 ist da. Der Armutsbericht wird jedes Jahr vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, aka der Paritätische, rausgebracht. Der Paritätische ist ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege und ist so eine Art Lobbyverband für die Kranken und Schwachen der Gesellschaft, unter dessen Dach unter anderem beispielsweise der Deutsche Kinderschutzbund, Frauenhäuser und so weiter versammelt sind. Im Armutsbericht wird dann jedes Jahr die Entwicklung der Armut in Deutschland analysiert und beschrieben. Und dieses Jahr, bezogen auf das Jahr 2021, hat es der Bericht ordentlich in sich. Aber kurz erstmal zur Einordnung. Man muss sich natürlich fragen, was ist denn überhaupt arm? Wer gilt denn arm? Was ist Armut? Der Paritätische greift zur Definition von Armut auf einen relativen Armutsbegriff zurück. Es wird also nicht irgendeine Art von Liste aufgestellt. Man braucht im Monat 7 Kilo Kartoffeln und mindestens 2 Abos bei Streaming-Anbietern, um nicht arm zu sein. Nein, es wird relativ geguckt auf die Gesamtgesellschaft. So geht der Paritätische nämlich nach der Armutsdefinition einer EU-Konvention und guckt, wer über so geringe Mittel verfügt, dass er von der Lebensweise ausgeschlossen ist, die in dem Land, in dem er lebt, als Minimum annehmbar ist. Es geht hier also nicht darum, was jemand absolut an Liste mäßig an Gütern im Monat hat, um nicht als arm zu gelten, sondern es ist so eine gesellschaftlich-demokratische Herangehensweise, wo es um gesellschaftliche Teilhabe, gesellschaftlichen Ausschluss, mangelnde Teilhabe, sowas geht. Es wird also dem Umstand Rechnung getragen, dass jemand, der in einem der ärmsten Länder der Welt vielleicht noch zur Mittelschicht zählt, mit demselben Geld in Deutschland wohl eher nicht mehr zur Mittelschicht zählen würde, obwohl er vielleicht ja an absoluten Gütern genau dasselbe hat. Es ist also, wie gesagt, ein Armutsbegriff, der relativ zur Gesellschaft des Landes gesehen werden muss. Und hiernach ist dann jeder arm, der weniger als 60% des mittleren Einkommens des Landes hat. Und hierzu muss man dann auch noch 2 Dinge beachten. Zum einen ist Einkommen hier nicht Gehalt, sondern alles, was im Monat an Geld reinkommt, einkommt. Also auch Kindergeld, Transferleistung und so weiter. Und zum anderen ist das mittlere Einkommen nicht das Durchschnittseinkommen. Auf der Seite der Paritätischen gibt es hierzu folgendes Beispiel. Verfügen 5 Haushalte jeweils über ein Einkommen von 700 Euro, 1300 Euro, 1900 Euro, 6500 Euro und 9000 Euro, so haben sie im Durchschnitt 700 und so weiter 3880 Euro. Der mittlere Wert, Median, wäre jedoch 1900 Euro. Die mit dem Median errechnete Armutsschwelle und die sich daraus ableitenden Armutsquoten sind damit sehr stabil. Die Haushalte im oberen Bereich können reicher und reicher werden. Solange der Haushalt in der Mitte der Rangreihe keinen Einkommenszuwachs hat, hat dies keinerlei Einfluss auf die Armutsquoten. Gut, es ist also so, so verstehe ich das, dass man eher guckt, wo sich im Land quasi ungefähr diese sogenannte Mittelschicht befindet, was dann ja wohl der Median wäre. Und dann guckt man, wer von dem Einkommen der Mittelschicht mehr als 60% nach unten abweicht. Und derjenige gilt dann als arm. In der Vergangenheit wurde der Armutsbericht wegen dieser relativen Armutsschwelle auch kritisiert, weil dann wurde gesagt, wenn jetzt alle Menschen in Deutschland plötzlich 1000 Euro mehr im Monat hätten, dann würde das ja an der Armutsgrenze, Armutsschwelle, Armutsverteilung gar nichts ändern. Wenn man aber, wie gesagt, Armut als gesellschaftlichen Ausschluss und fehlende Teilhabe, also relativ versteht, dann macht das Ganze ja auch trotzdem Sinn. Dies also im Hinterkopf behalten und auch muss man sehen, dass für die Armut eines Haushaltes, wo mehrere Menschen wohnen, nicht einfach jeder Bewohner eines Haushaltes genommen wird und das zur Verfügung stehende Geld des Haushaltes dann auf alle gleichmäßig aufgeteilt wird. Nein, es wird nach einem bestimmten Schlüssel verteilt. Also Kinder brauchen quasi weniger Geld, Paare auch, Alleinstehende mehr, weil man quasi ausgleichen will, dass, wenn man mit mehreren lebt, man auch besser haushalten kann mit dem Geld. Wenn man größere Packungen kauft, das weniger kostet, sowas. Nach dieser Methode liegt die Armutsschwelle beispielsweise bei einem Single ohne Kinder bei 1.148 Euro, bei einem Paar ohne Kinder bei 1.721 Euro zusammen. Also so viel Vorgeplänkel jetzt, die harten Zahlen. Und die sind wirklich hart. Denn wir haben in Deutschland 2021 Rekordmarken geknackt. 16,6% aller Menschen in Deutschland waren 2021 unter der 60%-Marke, also arm. Das sind 13,8 Millionen Menschen. Zitat Armutsbericht, noch nie wurde auf der Datenbasis des Mikrozensus eine höhere Armutsquote für das Bundesgebiet gemessen. Hiermit setzte sich dann auch der Aufwärtstrend der Armutsquoten seit 2006 weiter fort. Deutlich überdurchschnittlich von Armut betroffen sind dann auch noch gleich diejenigen, deren Schutz sich ja so gut wie jeder Politiker immer so gerne auf die Fahnen schreibt, wenn es beispielsweise um neue Überwachungsmaßnahmen geht. Unter Kindern und Jugendlichen liegt die Armut bei 20,8%. Jeder Fünfte. Auch hier wieder Höchstmarke. Bei den Älteren und Rentnern sieht es dann mit so 17-18% auch eigentlich nicht wirklich viel besser aus.
Mit einem Grund für diese Entwicklung sieht der Armutsbericht dann auch an der Corona-Pandemie, sei es jetzt durch Kurzarbeitergeld oder ähnliches. Ebenfalls interessant zu sehen ist dann auch die Aufteilung der Armut nach Erwerbsstatus. So sind nämlich 26,8% der Armen erwerbstätig. Das kann man auch im Hinterkopf behalten, wenn man durch Hartz IV die Arbeitslosenstatistik schönrechnet. Jetzt sind die Leute ja in Arbeit. Wir haben sie gerettet. Trotzdem sind sie innen arm. Naja. Unter Sonstige, hier die 23,5% der Armen, fallen dann alle, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, beispielsweise wegen Betreuung von kleinen Kindern oder wegen Weiterbildung. Auch alle arm. Und das führt dann auch direkt zu den politischen Schlussfolgerungen des Armutsberichts. Hier wird die Bundesregierung zunächst einmal dafür kritisiert, ihre sogenannten Entlastungsmaßnahmen nicht auf diejenigen konzentriert zu haben, die besonders belastet seien und bei denen von sozialer Not gesprochen werden müsse. Stattdessen habe die Bundesregierung einkommensproportionale Steuererleichterungen oder auch Verbilligungen von Strom und Kraftstoffen einfach für alle auf den Weg gebracht, anstatt das Niveau von beispielsweise Hartz IV, Altersgrundsicherung, Wohngeld oder BAföG deutlich anzuheben. Hier auch ein interessanter Satz aus dem Armutsbericht: statt wenig Hilfe für alle, ausreichend Hilfe für die, die sie brauchen. Ganz konkret fordert der Paritätische dann eine Anhebung des Hartz-IV-Satzes, hierbei eine Übernahme der Stromkosten, eine Ausweitung des Wohngeldes, welches im Moment wohl zu wenig Haushalte bekämen, Einführung einer einkommens- und bedarfsorientierten Kindergrundsicherung, Stärkung der Arbeitslosenversicherung, Neuaufstellung der gesetzlichen Rentenversicherung und eine konsequente Mietpreisdämpfungspolitik. Man könnte also offenbar recht viel machen in einem der reichsten Länder der Welt, in dem nicht nur die Armutsquoten Rekordwerte erreichen, sondern auch das Geldvermögen und die Dividendenausschüttung der DAX-Konzerne. Alles auf Rekordhoch. Gesamtgesellschaftlich würde das wohl wirklich unseren Wohlstand in Deutschland erhöhen. Oder halt, wir setzen einfach weiter auf die Schuldenbremse für Generationengerechtigkeit, auf Überstunden und auf Wertschätzung für die Menschen, die die Extrameile gehen. Denn, Zitat Christian Lindner, der Staat wird nicht auf Dauer die Probleme lösen können. Geht halt einfach nicht. Pech gehabt. Wenn ihr Bock habt, nicht bei diesem Kram hier zu supporten, so wie diese wundervollen Menschen, dann checkt mal jetzt ab, Patreon. Und ansonsten würde ich sagen, macht euch keinen Kopf, Leute. Es ist doch alles nicht so wichtig.